Eine wirkliche Neuentwicklung hat es bei Butterfly seit dem Synergy nicht mehr gegeben. Ob der Rosena es schafft, für eine kleine Revolution zu sorgen, zeigen wir euch in diesem Video. Viel Spaß! Neu dürfte auf jeden Fall schon mal der Preis sein, denn der Rosena kostet entgegen der sonst etwas höherpreisigen Butterfly-Preispolitik nur knapp 45 Euro. Und auch der pink eingefärbte Schwamm, der allerdings immer noch auf der bewährten Ring-Sponge-Technologie aufgebaut ist, sorgt für einen optisch frischen Eindruck. Die Schwammhärte liegt gefühlsmäßig leicht unterhalb der normalen Synergy-Serie. Fehlerverzeihend und leistungsstark, so lautet der Untertitel, den Butterfly seinen neuen Belag mit auf den Weg gibt. Ja, die Synergys waren sicherlich nicht ganz so fehlertolerant, aber sicherlich sehr leistungsstark. Beim Rosena, den wir hier auf einem harten Offensivholz in der Schwammstärke 1,9 mm gespielt haben, wird schnell deutlich, dass sich die spielerischen Eigenschaften im Gegensatz zum Synergy 05, 25 und 64 doch spürbar unterscheiden. Zugegeben, der Rosena entwickelt bei mittlerem Tempo einen eher geringen Katapulteffekt, um auch zwei Gemeinsamkeiten der beiden Reihen zu nennen. Dennoch zeigen sich vor allem bei der Griffigkeit bzw. Schnittentwicklung die ersten markanten Unterschiede. Der Rosena entwickelt nämlich weniger Effekt, nimmt aber auf der anderen Seite auch weniger davon an, was im Endeffekt leicht erhöhte Kontrollwerte zur Folge hat. Bei den ersten Schlägen bestätigt sich, dass der Rosena ein gutmütiger Offensivbelag ist. Leichte Topspins und Konter gelingen wirklich ohne große Mühe. Fast schon selbstverständlich, dass natürlich auch das Kurz-Kurz-Spiel damit möglich ist. Hierbei profitiert man vom gutmütigen Katapult-Effekt. Wir hatten den Eindruck, dass der Rosena einen relativ hohen Absprung hat, was im Endeffekt durch einen guten Spinbogen wieder ausgeglichen wird. Bedeutet, Topspins senken sich nach hinten heraus wieder ab. Es entsteht ein größeres Trefferfenster, was sich auch beim Spiel aus der Halbdistanz positiv bemerkbar macht. Dass der generierte Spin auch bei vollem Durchladen nicht auf Synergy-Niveau liegt, konnten wir als Gegenspieler mehrfach bestätigen. Unseren Einschätzungen nach geht der Rosena in Sachen Spielgefühl am ehesten in die Richtung des Synergy 80. Thank you.
Der Rosener ist ein Offensivbelag mit rundum soliden Kontrollwert, dem es an herausragenden Qualitäten fehlt. Wem die Tenerys etwas zu hart sind und auf der Suche nach einer etwas einfacher zu spielenden Variante ist, der könnte mit dem Rosener durchaus Freude haben.